bin so glücklich heute, ich kann es nicht anders sagen, weil wir haben nicht nur unser Ziel erreicht, stärkste Partei zu werden, sondern wir sind ja wirklich fast am gleichen Ergebnis wie das letzte Mal bei der Landtagswahl und das hätten wir uns auch nicht erwartet. Also wir haben es geschafft, wir haben alle zusammengearbeitet, meine Partei ist wirklich super aufgestellt, aber es hat natürlich auch was mit der Politik in dem Land zu tun, mit der offensichtlich die Bürger und Bürgerinnen auch ganz zufrieden sind und ich bin einfach nur voller Dankbarkeit, dass ich dieses Vertrauen jetzt nochmal ausgesprochen bekommen habe und die SPD. Corona ist natürlich weiterhin das bestimmende Thema. Sie sind massiv angegriffen worden von der AfD, quasi persönlich verantwortlich gemacht worden für die Toten, die in den Altenheimen zu beklagen waren. Was hat das mit Ihnen gemacht? Naja, die Angriffe der AfD, ich bewerte die nicht über, weil sie sind immer extrem aggressiv und sie sind eigentlich auch ganz, ganz häufig unter der Gürtellinie. Was ich sagen kann ist, gerade wenn es um das Thema ältere Menschen geht in der Corona-Krise, das sind wirklich die Menschen gewesen, an die wir immer gedacht haben. Ich selber habe eine Mutter, die sehr, sehr alt, die lebt auch in einem Pflegeheim. Das ist ja tatsächlich so, dass ich ganz nah da dran bin und wir haben ganz viel unternommen. Und heute ist es so, dass unsere Pflegeheime, dass alle geimpft sind, die allermeisten geimpft sind, dass wir testen rund um die Uhr, das sehr häufig. Also wir sind da jetzt ganz gut aufgestellt, aber Corona wird uns weiter fordern und es ist tatsächlich so, morgen ist eben gar nicht nur glücklich sein und feiern, sondern es geht direkt weiter mit Corona, weil die Pandemie will auch in Zukunft bewältigt werden. Morgen geht es dann auch weiter in Berlin. Sie werden mit Ihren Genossen darüber reden. Was werden Sie denn sagen? Wie kann man erfolgreich SPD-Politik in die Länder bringen? Ich bin zuversichtlich, dass jetzt dieser Rückenwind hier aus Rheinland-Pfalz Ihnen auch helfen wird, weil es wird natürlich die Motivation weiter steigern. Auch, dass SPD gewinnen kann und sehr, sehr erfolgreich gewinnen kann. Und die Partei ist geschlossen auf Bundesebene. Sie hat ein sehr gutes Programm vorgelegt und sie hat einen Spitzenkandidaten, der wirklich Kanzler kann. Insofern gehe ich auch sehr zuversichtlich dann mit Unterstützung in den Bundestagswahlkampf. Letzte Frage, es gibt dann wieder Koalitionsverhandlungen wie beim letzten Mal mit den gleichen Parteien. Werden Sie sich ähnlich großzügig präsentieren, was die Vergabe von Ministerien angeht? Ach, wir reden erstmal miteinander und diese Koalition hatte vor allem deshalb auch so gut funktioniert, weil wir uns immer auf Augenhöhe begegnet sind, egal wie groß oder klein die Partner sind. Und deshalb freue ich mich auf diese Gespräche und ich bin auch sehr sicher und zuversichtlich, dass wir zu einem sehr, sehr guten Koalitionsvertrag gelangen können. Und daran arbeiten wir dann ab morgen. Frau Dreyer, vielen Dank für das Gespräch.